Als Antoine die Stiefel sah, wurde er rot vor Glück. Und ihm war, als hätte die traurige neue Tapete eine schöne, frühlingshafte, apfelgrüne Farbe. Als am Abend seine Mutter eingeschlafen war, stand er leise auf, zog sich an und fuhr in die 7-Meilen-Stiefel. In der schwarzen Nacht ging er tastend durch die Mansarde, öffnete ganz langsam und vorsichtig das Fenster und kletterte auf den Rand der Dachrinne. Ein erster Schritt trug ihn bis vor die Stadt, ein zweiter in das Département Seine-et-Marne. In 10 Minuten war er am anderen Ende der Welt, blieb dort auf einer großen Wiese stehen und pflückte einen Armvoll der ersten Sonnenstrahlen, die er mit einem faden Marienhaar zusammenband. Antoine fand sich leicht wieder heim in die Mansarde, in die er lautlos zurückschlich. Er legte den glänzenden Strauß auf das kleine Bett seiner Mutter. Der Schein beleuchtete ihr schlafendes Gesicht, und er fand, dass sie weniger abgehärmt aussah.